Guten Morgen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr zahlreiches Kommen. Ich bedanke mich auch bei der Stadt Wien für die großartige Unterstützung und den Stadtsenatssitzungssaal für unsere Pressekonferenz. Die Prides gibt es nicht zufällig. Wir markieren dieses Jahr ein großartiges Jubiläum. Vor genau 50 Jahren setzten sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen in einer New Yorker Szenebar, genannt Stonewall Inn, die es bis heute gibt, gegen eine der damals sehr üblichen willkürlichen Polizeirazzien zu Wehr. Damals war Kriminalisierung, Gewalt, Diskriminierung von LGBTIQ-Menschen alltäglicher Gebrauch. Frauen, die in dieser Bar Männerkleidung trugen, Männer, die in Frauenkleidern herumliefen, verbrachten garantiert ihre Nacht im Gefängnis nach so einer Razzia. Und vor 50 Jahren, es war eine ganz eine besondere Nacht, es gab so ein kleines Übereinkommen mit der Polizei, der lokalen, kleine Vorwarnungen, bevor diese Razzien losgingen. Und in dieser einen Nacht gab es keine Vorwarnung. Sie kamen mittendrin um 1 Uhr in der Nacht. Es war ein paar Tage davor Judy Garland gestorben, die eine Ikone der LGBTIQ-Bewegung war. Und es lag einfach extrem viel Frust in der Luft und vor allem gegen die Ungerechtigkeit. Und so kam es zu einer riesengroßen Straßenschlacht, wo sich LGBTIQ-Menschen emotionalisiert gegen diese Willkür der Polizei zur Wehr gesetzt haben. Und damit war vor 50 Jahren die moderne LGBTIQ-Bewegung geboren und hat sich so stark entwickelt, dass es mittlerweile weltweit Hunderte von Prides gibt. Und es ist heute so, dass Pride eine der stärksten und größten Bewegungen international weltweit überhaupt ist. Und das ist der Grund, warum wir uns irrsinnig freuen, dass wir gerade in so einem besonderen Jahr die Europride hier in Wien haben werden. Man muss dazu wissen, es gibt zwei sehr starke Netzwerke weltweit. Das ist einerseits die EPOA, der europäische Verein aller europäischen Pride-Veranstalter, und die Interpride, der Verein aller internationalen Pride-Veranstalter. Wir sind eine sehr starke, eingeschworene Community, extrem gut miteinander vernetzt. Und das ist auch der Grund, warum wir zur Europride dieses Jahr bis zu 1 Million BesucherInnen in Wien erwarten werden. Das heißt, im Grunde feiern wir dieses Jahr 50 Jahre Widerstand, 50 Jahre Solidarität und 50 Jahre eine einheitliche Community. Wir werden am 15. Juni bei der Parade, das Highlight der Veranstaltung, für unsere Rechte, für Liebe, für Respekt und Akzeptanz auf die Straße gehen. Und es ist mittlerweile viel mehr geworden, weil wir mit unseren Verbündeten auf die Straße gehen, mit Menschen, die sich für diese Werte einsetzen wollen und sich mit uns solidarisieren. Das heißt, dass dieses Jahr zigtausende EuropäerInnen auf Wien schauen werden, und es ist ein ziemlich wichtiges Zeichen für den Fortschritt Österreichs wäre, hier Änderungen umzusetzen. Wir werden die Aufmerksamkeit ganz Europas in Wien haben. Das größte Ziel, das wir verfolgt haben, war die Sichtbarmachung von LGBTIQ-Menschen und von unseren Forderungen. Forderungen nach Gleichberechtigung, Forderungen von ganz normalen Menschenrechten, die allen Menschen zustehen. Wir haben dafür gesorgt, indem wir in Wien und darüber hinausgehend über 50 Veranstaltungen erschaffen haben, in Kooperation mit unseren Kooperationspartnern.
und wollen mit dieser Vielfalt an Veranstaltungen vor allem auch auf eines hinweisen und aufzeigen, nämlich, dass LGBTIQ-Menschen nicht kategorisierbar sind. Es gibt viele Vorurteile, es gibt viele Bilder, die man von LGBTIQ-Menschen hat, abgesehen davon, dass meistens nur von Lesben und Schwulen gesprochen wird und die anderen Gruppierungen ausgelassen werden. Aber diese Menschen sind genau wie alle anderen nicht kategorisierbar. Für uns war es auch sehr wichtig, Aktivismus mit der Wirtschaft zusammenzuführen. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich durch die Wirtschaft zur Sichtbarkeit in ganz, ganz anderen Kanälen kommen. Deswegen sind wir sehr, sehr dankbar für unsere Partner, wie zum Beispiel die Wien Energie als Top-Partner, die Rewe-Gruppe mit allen Handelsfirmen, die zum Beispiel eine Pride Edition mit dem Clever Wasser rausgebracht haben, das in ganz Österreich in jedem Supermarkt Merkur und Billa erhältlich ist, mit der Pride-Fahne drauf, oder die Fahne auf wirklich jeden Supermarkt an der Eingangstüre geklebt hat. Das ist ein unglaublich starkes Zeichen. Genauso sind wir stolz darauf, dass wir in Kooperation mit der ÖBB Europride-Züge gebrandet haben, die schon jetzt durch ganz Österreich fahren. Und vielleicht haben Sie schon gesehen, auch die Europride-Plakate an den einzelnen Bahnhöfen in ganz Österreich aushängen. Wir haben eine Kooperation mit den Wiener Linien, die extra für die Europride ein Europride-Ticket erstellt haben und es wird eine Europride-U-Bahn herumfahren. Wir warten schon auf das erste Foto, das uns dazu zugeschickt wird. Es gibt Pride Editions von Almdudler, Stollichnaja, von Coca-Cola und Cleverwasser. Und die Regenbogenfahne wird dieses Jahr auch gemeinsam mit dem CFO, der erste Group, am erste Campus gehisst. Das sind nur ein paar Beispiele für die Sichtbarkeit, um die wir uns bemüht haben, die wir erfolgreich geschafft haben. Und ein wichtiger Punkt, der für uns hier wirklich im Vordergrund steht, ist dabei auch die ganze Vorarbeit dazu. Weil man in so einer Vorgehensweise natürlich sehr viel Vorarbeit und Aufklärungsarbeit mit Firmen betreiben muss. Und deswegen sind wir stolz, sagen zu können, dass sich all diese Unternehmen stundenlang mit uns hingesetzt haben und mit uns über die Bedürfnisse und die Forderungen von LGBTIQ-Menschen gesprochen haben. Wir haben bewusst auch Unternehmen, die dazu nicht bereit gewesen sind, für dieses Jahr nicht weiter in die Kooperation hineingenommen, weil unser Fokus einfach darauf liegt, durch die Wirtschaft unsere Forderungen und Sichtbarkeit in den Vordergrund zu bringen. Zusätzlich freue ich mich sehr, dass wir dieses Jahr nicht nur eine Zeltstadt haben, sondern zwei Zeltstädte. Das heißt, wir werden das Europride Village am Rathausplatz haben. Wir werden den Europride Park im Sigmund-Freud-Park haben, mit jeweils zwei Bühnen, zweimal Programm, inhaltlich mit KünstlerInnen, mit Unterstützung unserer Partner FM4 und Energy, die diese zwei Parks hosten. Der Grund, warum wir dieses Jahr zwei Plätze haben und nicht nur einen, ist, weil wir einerseits sehr viel europäisches Programm unterbringen für Sichtbarkeit von wirklich allen Gruppierungen der Community damit sorgen möchten, vor allem aber auch, weil wir einfach den Platz für die breite Masse brauchen, die in dieser Woche nach Wien kommt. Das Thema Sicherheit ist dabei einer der wichtigsten Aspekte und da kann ich dazu sagen, dass wir hier wirklich zusammen mit der Stadt Wien in alle Richtungen vorgesorgt haben. Es unterstreicht vor allem auch die Wichtigkeit dieser Veranstaltung, dass nach der Parade bei der Abschlusskundgebung der österreichische Bundespräsident sprechen wird, unser Bürgermeister und die EU-Kommissarin Vera Jourova. Wir haben auch etlichen Support von Künstlerinnen aus der ganzen Welt, die uns unterstützen, wie zum Beispiel Ruth Lorenzo, Katharina Sticudi. Besonders freuen wir uns auch auf deinen Auftritt, Conchita. Und ein Highlight wird sein, die Loreen,
und ein internationaler bekannter Überraschungsakt. Eine besonders tolle Veranstaltung wird für uns vor allem auch am 14. Juni, Freitagabend, der Pride Run, der Lauf für Akzeptanz, der vom Stadtrat Peter Hacker eröffnet wird und wo Stadtrat Jürgen Czernohorski auch motiviert mitlaufen wird für Menschenrechte. Oder Kooperationsveranstaltungen, wie zum Beispiel der Europad Beach Tag in der Strandbar Hermann mit einem Rundumprogramm von in der Früh bis am Abend, der Europad Pool Tag, eine Premiere im Schönbrunner Schlossbad, der Familientag im Tiergarten, die Europad Movie Night im Gartenbaukino, zu der wir zwei Zeitzeugen eingeladen haben, einen von New York, von den Stonewall Riots und einen aus England. Der Europad Wedding Day wird noch eine sehr besondere Veranstaltung im Le Meridien, wo LGBTIQ-Paare sich das Ja-Wort geben und eine Europad Wedding Party den krönenden Abschluss bildet, wo sie alle herzlich eingeladen sind. Die Kooperation mit dem Liveball, die für uns sehr wichtig ist, und das klassische Europad-Konzert in der MOW. All diese Veranstaltungen sollen zeigen, wie facettenreich und vielfältig unsere Community ist und wie unterschiedlich die Interessen sind, genauso wie die Interessen aller anderen Menschen auf dieser Welt. Es freut mich auch ganz besonders, verkünden zu können, dass wir am 2. Juni erstmals die Europad Kick-Off-Gala in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum Wien veranstalten werden, zusammen mit Community-Vertreterinnen, wo Künstler wie Conchita Wurst, Cesar Samson, Andreas Lundstedt von der schwedischen Gruppe Alcazar oder Janine Schiller auftreten werden. Das Ganze wird eröffnet von uns gemeinsam mit dem Jürgen Czernohorski. Mit diesen ganzen Veranstaltungen machen wir vor allem auch darauf aufmerksam, wie vielfältig, bunt und lebenswert unsere Stadt ist. Und freuen uns, dass wir hier eine sehr starke, gute Kooperation mit Wien Tourismus haben und laden alle herzlich dazu ein, diesen Veranstaltungen beizuwohnen. Ich möchte an dieser Stelle zum Abschluss Sie alle zu diesen Events einladen, sich das gesamte vielfältige Programm anzuschauen und damit ein wirklich starkes Zeichen zu setzen und für Menschenrechte und Gleichberechtigung einzustehen und mit uns auf die Straße gehen. Ich bedanke mich vielmals, vor allem aber auch bei den hunderten Ehrenamtlichen, die mit uns gemeinsam dieses Projekt auf die Beine stellen, ohne die dieses Projekt nicht möglich wäre. Dann übergebe ich jetzt an dich, Moritz Yvonne. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Katharina. Wie Katharina bereits gesagt hat, ohne die hunderten Ehrenamtlichen, die jetzt im Lauf der letzten Wochen und Monate schon, aber ganz besonders natürlich im Lauf des nächsten Monats, ihre Zeit und ihr Können einbringen, wäre diese riesige Veranstaltung überhaupt nicht denkbar. Sie wäre aber natürlich genauso wenig denkbar ohne die zigtausenden Menschen, die tatsächlich kommen und unsere Gäste sind und die auch mit uns gemeinsam auf die Straße gehen. Beim Auf die Straße gehen erwarten wir heuer nämlich einen absoluten Rekord. Zur Regenbogenparade haben sich mit dem heutigen Stand bereits 108 Beiträge angemeldet. Das gab es davor noch nie. Und wir, also das sind nur zur Veranschaulichung 50% mehr Beiträge als letztes Jahr. Und wir erwarten deswegen weit über 300.000, möglicherweise bis zu 500.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Regenbogenparade. Die Regenbogenparade wird aus diesem Grund auch 2 Stunden länger dauern als sonst. Sie wird am Samstag, dem 15. Juni,
stattfinden. Sie wird deswegen bereits um 12 Uhr starten am Ring auf der Höhe vom Burgtheater Rathausplatz. Und um 18 Uhr sollte der letzte Beitrag wieder hier angekommen sein. Dann wird es um 19 Uhr die erwähnte Abschlusskundgebung auf dem Rathausplatz geben, wo eben sowohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen als auch Bürgermeister Michael Ludwig und eben EU-Justizkommissarin Vera Jourova sprechen werden. Und diese Abschlusskundgebung wird natürlich auch in den Pride Park, der im Sigmund-Freud-Park stattfinden wird, live übertragen werden. Zusätzlich kommen zu den zigtausenden Gästen aus ganz Europa natürlich auch die verschiedensten Prides aus ganz Europa. Der europäische Dachverband EPOR, die European Pride Organizers Association, hat sich bereits mit über 100 Pride-Organisatoren und Organisatorinnen angemeldet und wird diesen internationalen Charakter auch auf der Regenbogenparade besonders unterstreichen. Dieser internationale Charakter wird auch noch bei einem zweiten inhaltlichen Schwerpunkt-Event sehr stark zum Tragen kommen. Es wird nämlich auch eine dreitägige Europride-Konferenz geben, von 12. bis 14. Juni, auch die in Kooperation mit der Stadt Wien organisiert. Sie wird am 12. und 13. Juni hier im Rathaus in der Volkshalle stattfinden und am 14. Juni in der Uni Wien. Dabei werden wir drei Themenschwerpunkte haben. Am ersten Tag wird das Schwerpunktthema Pride Business sein. Da geht es einerseits darum, welchen Mehrwert bedeutet Pride für Unternehmen, aber auch umgekehrt, welche Verantwortung haben Unternehmen für die Community. Dabei wird es auch eine Eröffnungsrede von dir, lieber Jürgen, geben. Das darf ich an der Stelle schon verraten. Und wir haben unter anderem Videobotschaften vom ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und von Dunja Mijatovic, der ehemaligen der Menschenrechtsbeauftragten des Europarats. Es wird an diesem Tag auch ein Panel geben mit Vorstandsmitgliedern erwähnter Unternehmen, unter anderem der Erste Group, Rewe, ÖBB und auch Business Europe wird einen Vertreter schicken. Der zweite Themenschwerpunkt werden LGBTIQ und Menschenrechte sein. Da wollen wir dann konkret in die inhaltlichen Materien gehen. Da werden wir uns anschauen, woher kommen wir, wie hat sich das Ganze entwickelt, wo stehen wir jetzt und was sind die relevanten Zukunftsthemen für die Community. An dem Tag, darf ich ankündigen, wird ebenfalls Bürgermeister Michael Ludwig eröffnen. Ebenso wird die maltesische Gleichstellungsministerin Helena Dalli anwesend sein und sprechen. Andere Rednerinnen sind Manfred Nowak, Christine Gariner von der EPOA und Michael O'Flaherty von der EU-Grundrechteagentur. Und der dritte Schwerpunkt wird auf Community und Workshops liegen. Da wollen wir einerseits praktische Workshops, die Know-how vermitteln, anbieten, um Aktivismus auch für die Zukunft stark aufzustellen. Es wird Inhalte geben, die wir vertiefend besprechen, die bereits in den Tagen davor angeschnitten wurden, und es wird komplett neue Inhalte geben, die aber ebenso wichtig sind, dass sie auch angesprochen werden. Und das Ganze wird natürlich also alle drei Tage werden sowohl österreichische als auch internationale europäische Rednerinnen und Redner haben. Es wird zweifelsfrei die größte LGBTIQ-Konferenz, die es in Österreich überhaupt je gegeben hat. Und diese internationale Bedeutung, die kommt nicht von ungefähr. Die kommt einerseits daher, dass wir, wie du, Katharina, bereits erwähnt hast, eine international sehr, sehr stark vernetzte Community sind. Und andererseits kommt das daher, dass Wien im Herzen Europas liegt. Ganz viele Communities, ganz besonders natürlich aus den mittel- und osteuropäischen Nachbarländern, kommen
sehr, sehr gerne nach Wien, weil hier Dinge möglich sind, die in dieser Form nicht in allen unseren Nachbarländern möglich wären. Es liegt auch daran, dass es einen, wie bekannt ist, rechtsautoritären Backlash gibt in ganz vielen Ländern und ganz besonders in einzelnen unserer europäischen, also EU-Mitgliedstaaten. Ungarn wäre hier natürlich besonders naheliegend, nachdem es direkt unser Nachbarland ist. Wie gut solche rechtsautoritären Kräfte geeignet sind, um ein modernes Land zu lenken, das haben wir, denke ich, in Österreich in den letzten Tagen sehr eindrücklich gesehen. Und man sieht auch, dass es konsequent immer die gleichen sind, die Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen ihre Grund- und Menschenrechte verweigern wollen. Ein solches Recht, das verweigert wird, ist ein angemessener, gleichwertiger Diskriminierungsschutz. Wenn manche von Ihnen sich noch an die Geschichte aus dem Café Brückel erinnern, als ein lesbisches Paar für ein Begrüßungsbussi aus dem Café geworfen wurde, das ist derzeit in Österreich noch immer legal. Rechtlich betrachtet gibt es keine Handhabe, um sich dagegen zu wehren. Das liegt auch daran, dass es keine europaweite Antidiskriminierungsrichtlinie gibt, die wird seit vielen Jahren europaweit blockiert. Und gerade aus diesem Grund sind auch die Wahlen zum Europäischen Parlament am Sonntag ganz besonders wichtig für die Community. Es gibt noch zwei andere politische Punkte, die derzeit offen sind. Das eine ist eine vollkommen unnötige Schikane, die der jetzt ehemalige Innenminister Kickl veranlasst hat. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten können, wenn einer der beiden aus einem Land kommt, wo die Ehe noch nicht geöffnet ist. Das ist eine bloße Schikane der LGBTIQ-Community und ich hoffe persönlich sehr, dass der neue Innenminister diese beseitigen wird. Und ein anderer entscheidender Punkt angesichts des VfGH-Erkenntnis von letztem Jahr, dass auch das dritte Geschlecht anzuerkennen ist. Das dritte Geschlecht oder Intergeschlechtlichkeit, wie es heißt, da geht es darum, dass es schlicht und ergreifend als biologische Tatsache mehr als Männer und Frauen gibt. Allerdings wird das immer noch von vielen pathologisiert als Krankheit dargestellt. Das bedeutet, dass heute noch, auch in Österreich, Kinder, die intergeschlechtlich sind, vollkommen unnötig, ohne jede medizinische Notwendigkeit im Genitalbereich operiert werden. Mit zum Teil schwer verstörenden Folgen, das kann bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen gehen. Es ist immer wieder auch damit verbunden, dass danach kein sexuelles Empfinden mehr möglich ist. Mit anderen Worten, wir sprechen hier von einer legalisierten Form der Genitalverstümmelung. Und der erste Schritt, um so etwas zu beenden, ist, sich damit auseinanderzusetzen, ist, die Dinge nüchtern zu betrachten, Menschen kennenzulernen und am Ende Akzeptanz zu üben. Akzeptanz ist dabei auch ein entscheidender Faktor, warum gerade Wien als Ausrichtungsort für die EuroPride 2019 so attraktiv ist. Es kommen nämlich, wie wir von unseren Kollegen aus mittel- und osteuropäischen Ländern wissen, schon in der Vergangenheit jedes Jahr zigtausende Menschen nach Wien zur Vienna Pride. Dieses Jahr rechnen wir noch mit sehr, sehr, sehr viel mehr und vielleicht können auch unsere Gäste aus den Nachbarländern diese Energie von hier
mitnehmen und auch den positiven Gedanken und auch die Vorreiterrolle, die Österreich einnimmt, nutzen, damit auch vielleicht ein Viktor Orban oder ein Herr Kaczynski in Polen vielleicht ein bisschen etwas dazulernen. Dankeschön, Conchita. Wir haben hier jetzt wahnsinnige Informationen erhalten, positiv als auch negativ. Und zu dem Positiven möchte ich dir, Kathi, und deinem Team gratulieren, weil es ist ein Wahnsinn, was ihr aufgestellt habt. Weil das bedeutet unglaublich viel, dass die gesamte REWE-Gruppe Regenbogen-Aufkleber in ihren Filialen hat. Das ist ein unglaublicher Fortschritt und dass das eben nicht nur in der Stadt passiert, sondern überall ist überwältigend und bedeutet uns als Community extrem viel. Weil Sichtbarkeit ist nämlich unglaublich wichtig, gerade wenn man dann solche Informationen hört, wie von dir, dass unfassbare Defizite in unserer Gesellschaft aufzuarbeiten sind. Und da ist natürlich so ein Event wie die Europride unglaublich wichtig. Wir waren das letzte Jahr auf vielen Prides unterwegs und ich darf hier wirklich auch den schöneren Aspekt des ganzen Projekts irgendwie bespielen. Ich durfte in viele Länder reisen, das mache ich jetzt schon länger in einer Regelmäßigkeit und es ist einfach immer wieder schön zu merken und zu erfahren, wie positiv die Menschen über Wien denken und was für ein Image diese Stadt auch hat. Und es ist total spannend, weil das Image dieser Stadt ist eigentlich auch sehr ambivalent, aber in vielerlei Hinsicht oder in den Gesellschaften, wo ich bin, einfach extrem positiv wahrgenommen. Und ich freue mich unglaublich auf diese große Anzahl der Gäste, die wir haben. Die werden auch mit so einem unglaublichen Programm willkommen geheißen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen von Wien nach ganz Europa und eigentlich die ganze Welt, weil wir sind, wie wir schon betont haben, sehr gut vernetzt miteinander und wir schauen uns alle gegenseitig zu und lassen uns voneinander inspirieren. Und ich finde, das wäre auch ein schöner Punkt, der in der gesamten Gesellschaft, authentisch verstanden werden könnte. Wenn wir alle voneinander inspiriert werden, dann haben wir alle mehr davon. Vielen Dank, dass ich ein Teil davon sein darf. Dankeschön. Wir danken dir, Conchita, dass du uns so unterstützt. Ja, einen schönen guten Morgen auch meinerseits an alle. Mir scheint der Saal, der so altehrwürdig ist, ja, färbt auf uns ab. Ich werde versuchen, ein bisschen die Stimmung aufzulockern, aber doch zu Beginn ein paar Anmerkungen meinerseits. Denn es fällt mir sehr schwer, über Menschenrechte und über Gesellschaftspolitik heute zu sprechen und dabei die bundespolitische Situation und die Regierungskrise total außen vor zu lassen. Wobei ich vorausschicken möchte, dass ich in den letzten Tagen immer wieder das Gefühl habe, es gibt sehr oft in so progressiven Kreisen mehr das Bedürfnis, das einfach links liegen zu lassen und zu sagen, es ist schon furchtbar genug und wir haben eine Überdosis davon, wir wollen es jetzt nicht in unseren Alltag eindringen lassen. Wir machen unsere Arbeit weiter wie bisher, wir kämpfen weiter für alles, wofür wir gekämpft haben wie bisher, wir stehen weiterhin für alles ein, wofür wir eingestanden sind wie bisher. Aber wie gesagt, ganz unerwähnt will ich es nicht lassen. Und zwar aus folgendem Grund. Denn es ist genau dieser Mindset, genau diese Mentalität, genau dieses Verständnis von Politik, das jetzt Jahr ein, Jahr aus und aktuell auch immer noch sagt, Menschenrechte, es ist ja alles so mühsam. Wer braucht denn das überhaupt? Es ist ja alles von gestern. Und die Institutionen, das ist ja alles so mühsam. Und die UNO, das ist ja alles so mühsam. Und genau dieser Mindset ist es, der schlussendlich Lesben, Schwule, Trans ihre Rechte verweigert, ihre Freiheit verweigert, das Recht, das Leben so zu gestalten und so zu leben, wie man es leben möchte. Etwas eigentlich ganz Selbstverständliches, würde man meinen. Es ist genau dasselbe Mindset der Flüchtlinge, an den Rand der Stadt konzentrieren will. Wir erinnern uns noch. Es ist genau dieser Mindset, der basale Rechte und Regeln der Republik mit Füßen tritt, der Medien kaufen will,
Ich glaube, ich brauche diese Liste jetzt nicht fortsetzen. Jede und jeder von uns ist in der Lage, selbst zu ergänzen, alle Schritte, die hier fällen. Und wesentlich ist zu erkennen, dass es hier darum geht, dass wir genau diese Mentalität und diese Art von Politik nicht in der Regierung haben wollen. Und wenn mir eine Sache fehlt, bei allem Popcorn, der konsumiert worden ist in den vergangenen Tagen und der vielleicht auch noch kommende Woche konsumiert wird, ist, dass diese Affäre nicht popcornisiert wird. Weil es geht hier nicht um Popcorn, es geht um Freiheit, es geht um Demokratie, es geht um die Gegenwart und auch die Zukunft unseres Landes. Und wichtig ist mir auch noch vielleicht abschließend zu betonen, wenn diese ganze Affäre eine Sache verdeutlicht, dann ist es, wie viel Hass und wie viel Spaltung schon vorhanden ist innerhalb der österreichischen Bundespolitik. Doch das, was mir fehlt bis heute, ist, dass der Kanzler einen Fehler eingesteht, weil er diese Art von Leuten in die Regierung geholt hat, damit ich sicher sein kann, dass es nicht wieder passiert nach den nächsten Wahlen. Und wenn mir noch etwas fehlt, und das bringt mich unmittelbar zu dem, worüber wir heute sprechen, dann ist es, dass er bei der Parade heuer spricht. Denn es spricht der Präsident, es spricht der Bürgermeister, es spricht die Kommissarin. Ich würde mir wünschen, dass der Kanzler spricht. Und nicht nur spricht, sondern auch verkündet das, worauf wir alle warten. Dass nämlich die gesetzlich verankerte Diskriminierungsschutz auch für Lesben, Schwule, Trans in Österreich endlich kommt. Damit wir nicht im Mittelfeld sind, sondern an die Spitze Europas und der Welt kommen, wo wir eigentlich hingehören. Ja, und damit, weil ja EuroPride heuer ein sehr großes Ereignis ist und auch eins, worauf ich mich sehr, sehr freue, eins, denke ich, dass bewegende Bilder produzieren wird, die um die Welt gehen werden und eines, das auch für die Bewegung hier in Österreich natürlich ein großer Ansporn ist, mit viel, viel mehr Energie weiterhin dafür zu kämpfen, dass man ein gleichberechtigtes Leben, ein freies Leben führen kann. So möchte ich, wie gesagt, auch erwähnen, dass Österreich nach wie vor im Mittelfeld ist, im europäischen Mittelfeld. Also hinter uns sind eben Länder wie Ungarn oder Polen oder der Kosovo. Vor uns sind allerdings Länder wie Spanien, Portugal, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen. Und ich als Wienerin begnüge mich nicht mit dem Mittelfeld. Ich wünsche mir, dass wir an die Spitze kommen. Und um an die Spitze zu kommen, braucht es, und der Moritz hat es eben, wie gesagt, bereits erwähnt, ich kann es ja nur wiederholen, endlich einen gesetzlich verankerten Diskriminierungsschutz. Denn nach wie vor ist es in Österreich möglich. Du hast es ebenfalls erwähnt, dass ein lesbisches Paar rausgeworfen wird aus einem Kaffeehaus, weil man sich mit einem Kuss begrüßt. Nach wie vor übrigens ist es möglich, einem schwulen Paar den Mietvertrag für eine Wohnung zu verweigern. Das alles ist ganz normal und selbstverständlich möglich im 21. Jahrhundert in einem Land wie Österreich. Und das wollen wir nicht hinnehmen, das werden wir nicht hinnehmen. Und so wie wir erreicht haben in den vergangenen Jahren, manchmal mit viel, viel, viel politischem Druck, manchmal eben leider nur über den Weg der Gerichte, aber schlussendlich erreicht haben, dass lesbische und schwule Paare sich zunächst verpartnern konnten und nun auch die Ehe zugänglich wird, so werden wir es auch erreichen, dass ein Diskriminierungsschutz verankert wird und dass die Gleichstellung einfach vollendet wird. Weil ich kann es ja auch nur wiederholen, es geht um Freiheit und zwar die Freiheit, das Leben so zu leben, wie man es will. Wien ist jedenfalls jenes Bundesland, das nicht nur jetzt erst, also ich bin selbst Gemeinderätin seit dem Jahr 96 und erinnere mich noch zurück, wie wir bereits 96 mit der Antidiskriminierungsstelle für Lesben, also für die LGBTI-Angelegenheiten hier in Wien eigentlich eine Vorreiterrolle übernommen haben, wie wir in den vergangenen Jahren. Bei jeder Gelegenheit und in allen Bereichen, die im eigenen Wirkungsbereich und in der eigenen Macht lagen,
unsere Hausaufgaben erledigt haben und dafür gesorgt haben, dass eine nach der anderen jede Diskriminierung, die im Wiener Gesetz oder in den Wiener Bestimmungen irgendwo versteckt war, ausradiert wurde. Und dafür möchte ich mich auch von Herzen bedanken für die Zusammenarbeit und für das Engagement bei Jürgen Czernohorski, der aktuell sozusagen in diesem Bereich derjenige ist, der dafür sorgt, dass es auch tagtäglich gelebt wird, wie auch bei all den Vorgängerinnen, bei seinen Vorgängerinnen, die in diesem Bereich ebenfalls engagiert und sehr konsequent diesen Weg verfolgt haben. Und weil das jetzt meine letzte Möglichkeit ist, in einer Pressekonferenz als Vizebürgermeisterin hier teilnehmen zu können, möchte ich mich von Herzen ebenfalls bedanken, also bei der Bewegung, für diesen unermüdlichen Kampf, für die vielen Schritte, die geschafft wurden, für die vielen und großen Erfolge. Möge sozusagen die Macht mit euch sein. Und ich freue mich wirklich riesig auf der Parade, auf die Parade und wie gesagt auf die Europride. Alles Gute. Vielen Dank und willkommen hier im Rathaus. Ich darf gleich übernehmen und zuerst einmal meiner riesengroßen Freude Ausdruck verleihen. Wir sind in der Zielgerade zu einem der größten Events in Wien überhaupt, wenn es nur ein Event wäre. Es ist so viel mehr als das. Es ist eine Manifestation, es ist ein Spektakel, es ist eine Großkundgebung, es ist etwas, das an bestimmten Tagen stattfindet, aber natürlich so viele Dinge schafft, die bleiben. Es ist eine Mutmacherin, es ist die Europride. Und ich persönlich bin unglaublich in Vorfreude, besonders seit die Katharina Kaczorowski und ich am vergangenen Samstag die Gelegenheit hatten, in der Europahauptstadt in Brüssel bei der Belgian Pride auch ein bisschen zu werben für die Europride. Da sieht man unseren Einsatz. Letzten Samstag war ja auch in Österreich einiges los, das aufrüttelnd und spannend war. Wir waren in Sachen Europride unterwegs. Ich freue mich wirklich riesig und möchte dafür auch ein riesengroßes Dankeschön sagen, dass es die HOSI geschafft hat, die Europride heuer nach Wien zu holen. Heuer besonders, weil eben das 50-jährige Jubiläum von Stonewall stattfindet, der Geburtsstunde der modernen LGBTIQ-Bewegung, und der Anlass allein zeigt ja, dass es eben so viel mehr ist als ein Event. Es ist eine politische Großkundgebung, es ist eine Feier des Lebens und der Liebe, ein Bekenntnis zur Solidarität und zur Gleichberechtigung und vor allen Dingen auch das Sichtbarmachen einer Gesellschaft, die vielfältig ist und das okay findet. Eine Gesellschaft, in der es eben keine besseren und keine schlechteren Menschen gibt, keine richtigen und keine falschen, keine gleicheren, sondern nur gleiche. Menschen, die gleich sind an Würde und Menschen, die das gleiche Recht haben auf ein gutes Leben. Und dass die Europride heuer in Wien stattfindet, ist daher, weil die Europride genau für diese Dinge steht und genau für dieses Recht steht, eine große Auszeichnung für Wien. Und es ist auch eine große Auszeichnung für die Stadt Wien, weil es auch ein Zeichen der Lebendigkeit und der Stärke unserer Wiener LGBTIQ-Community ist, die seit so vielen Jahren und Jahrzehnten viele Fortschritte im Kampf gegen die Diskriminierung von Schwulen, von Lesben, von Transgender und intersexuellen Personen erreicht hat. Und ich bin überzeugt davon, Seite an Seite mit Wien als Regenbogenhauptstadt auch erreichen wird. Und das ist unser Selbstbewusstsein. Maria Vasilakou hat es auch schon gesagt, das Selbstbewusstsein einer Stadt, die nicht einfach nur Regenbogenhauptstadt Österreichs sein will, sondern daraus ableitet, dass es bedeutet, dass wir nicht nur im Juni jedes Jahr, sondern an jedem einzelnen Tag daran arbeiten und daran arbeiten müssen, dass Diskriminierung, Homophobie, Transphobie der Vergangenheit angehört. Und das bedeutet viel Arbeit, die schon getan wurde, die schon vieles erreicht hat, aber es wird auch noch viel Arbeit in den nächsten Jahren bedeuten, so lange, bis unsere Stadt und unser Land frei von Diskriminierung ist. Und Wien hat daher halt auch als einzige Stadt, Maria Vasilakou hat schon erwähnt, und als einzige Gemeinde seit über 20 Jahren eine Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen, die seit 20 Jahren amtliche Bundmachung betreibt und damit zeigt, dass Wien nicht nur ein Ort ist, in dem die Europride stattfindet, sondern Wien mit ganzem Stolz und auch mit sehr viel Energie Teil der Europride ist und Teil
dessen, wofür die Europride steht. Und dafür stehen natürlich auch viele Vertreterinnen und Vertreter dieser Stadt. Dafür steht die gesamte Stadtregierung. Dafür steht, und das möchte ich heute besonders auch sagen, auch ganz besonders eine Persönlichkeit wie Maria Vasilakou, die in den vielen Jahrzehnten, die jetzt hinter uns liegen, ich bin überzeugt, das geht weiter so, mit ganzer Kraft und mit so viel Energie und so viel Ideenreichtum für die Regenbogenhauptstadt gekämpft hat, diese Regenbogenhauptstadt ausgemacht hat, so viele Regenbogenparaden als lesbisches Ehepaar sozusagen oder eine der Bräute eines lesbischen Ehepaars sozusagen mitgemacht hat, bis die Ehe für alle wahr geworden ist. Also du musst jetzt nicht mehr als lesbisches Ehepaar sozusagen für die Ehe für alle demonstrieren, aber die Paare bleiben als Regenbogenpaare, die ja auch deine Idee waren, für die Stadt erhalten, für die Welt erhalten. Die ganze Welt schaut auf unsere Regenbogenpaare. Die sind nicht umsonst rot und grün. Es steht auch für unsere sehr enge Zusammenarbeit und es steht auch für unsere Dankbarkeit und für meinen Respekt für deinen Einsatz. Dafür ein wirklich großes Dankeschön und die volle Anerkennung dafür. Es ist trotzdem, das ist schon gesagt worden, nicht alles erreicht. Es ist noch unglaublich viel zu tun. Und es ist gerade so, dass insbesondere die Bundesregierung, insbesondere die Parteien, die diese Bundesregierung gestellt haben oder stellen, auch nicht müde werden, immer wieder neue Prügeln in den Weg zu legen, immer wieder neue Hürden aufzubauen. Alle Beseitigungen und Diskriminierungen in diesem Land, die in den letzten Jahren, alle Diskriminierungen, die in den letzten Jahren beseitigt wurden, sind deshalb beseitigt worden, weil es die Community erkämpft hat und weil sie auf dem Rechtsweg beseitigt wurden, weil sich ÖVP und FPÖ dagegen gestemmt haben, mit aller Kraft und aller Perfidie. Und bei der Ehe für alle, ist auch schon erwähnt worden, hat der mittlerweile entlassene Innenminister trotz VfGH-Erkenntnis Hürden bei binationalen Paaren aufgebaut. Der Innenminister ist Geschichte, es müssen aber auch diese Hürden Geschichte werden. Und wir werden nicht müde sein, bis das Innenministerium, mit welcher Führung auch immer, das VfGH-Erkenntnis vollumfänglich umsetzt. Es gibt also noch viel zu tun, damit die Stadt und das Land für alle Menschen ein sicherer und freier Ort sind. Dabei hilft die Sichtbarkeit der Europride ungemein. Ich freue mich, so wie die ganze Stadt, drauf, dass die nächsten Wochen bis zum 16. Juni eine unglaubliche Veranstaltungsvielfalt, wir haben jetzt ja nur einen Teil gehört von dem, was Moritz und Katharina gesagt haben, bringen wird und eine Veranstaltungsvielfalt, die so noch nie da war und die zeigt, dass wir in Wien Europa willkommen heißen. Und in den nächsten Wochen werden wir zeigen, jedem einzelnen Europäer und jeder einzelnen Europäerin, jedem einzelnen Gast, jedem einzelnen Wiener, jeder einzelnen Wienerin, wir werden der ganzen Welt zeigen, dass Wien eine bunte Stadt ist, eine Stadt der Vielfalt ist, dass Wien eben nicht nur Ort ist, sondern auch Teil der Europride mit vielen Institutionen, angefangen mit dem Rathaus und seinem Turm, mit der Bildungsdirektion, mit den Krankenanstalten, den Wiener Linien, den Bädern und, die in den nächsten Wochen Flagge zeigen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit auch ihre Solidarität. Damit wollen wir zuallererst und aus tiefem Herzen eine Sache zeigen, eine Botschaft an alle Wienerinnen und Wiener senden und weit darüber hinaus. Egal wie du bist, egal wen du liebst, Wien liebt dich. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken. Vielen Dank, Maria, vielen Dank, Jürgen. Vielen herzlichen Dank, Conchita, auch dass du unermüdlich dich das letzte Jahr für uns eingesetzt hast auf diesen echt anstrengenden und lustigen Pride-Reisen. Es war mehr lustig als anstrengend. Wir haben es jetzt vielfach gehört, Pride steht für starke Werte. Wir rufen die gesamte Community aus Europa dazu auf, uns zu unterstützen, in den nächsten 2 Wochen unüberhörbar zu sein. Ich bedanke mich vielmals für Ihr Kommen. Ich lade Sie alle herzlich ein und wir sind unglaublich euphorisch. Sowas wie die Europride Vienna 2019 hat es in Wien noch nie gegeben und es wird vor allem auch sehr viel für die Folgejahre vorbereiten. An dieser Stelle sei nur noch gesagt, wenn Sie Fragen haben, haben wir uns dazu entschieden, jetzt dann noch Fragen zu ermöglichen.
Dann hat sich diese Frage auch erübrigt. Dann wünschen wir Ihnen noch einen wunderbaren Tag und Sie bekommen von uns dann draußen auch noch die Pressemappe mit dem Pocket Guide, mit der gesamten Übersicht aller Veranstaltungen. Dankeschön. Dankeschön.